Warum die hier hinten jetzt nicht aufsteigen können, weiß ich nicht. Der Grundstückspreis ist niedrig. Wie kann ich denn den erhöhen? Eine Bürgermeistervilla könnte ich bauen. Weiß nicht, ob mir das was bringt, aber ich baue sie jetzt einfach mal. Es erhöht auf jeden Fall die Grundstückspreise hier in dieser Gegend. Oder allgemein erhöht es die Grundstückspreise scheinbar. Ja, ich glaube, das erhöht allgemein die Grundstückspreise für die ganze Map. Smiley-Welle hier. Ach, jetzt bauen hier Luxuseigentumswohnungen auf. Okay. Ach, hier hinten ist schon die erste dritte Dichtestufe am Start. Gut. Huch, der ist... nein, dammit. Ich reiß schon wieder irgendwelche Gebäude ab, wo ich gar nicht abreißen möchte. Und jetzt haben wir Kohlekönig bekommen. Das ist cool. Gefällt mir. Jetzt haben wir hier hinten unseren ersten Wohnblock. Die steigen auch tatsächlich langsam auf. Die Technikstufe der Industrie steigt. Seht ihr hier, die sind jetzt schon auf Technikstufe 2. Und werden bald auch Dichtestufe 3 erreichen. Also wird noch größer, die Fabrik. Das ist cool. Die Technische Hochschule, hat die denn Studenten? Momentan. Für 0 Sims. Ja, kommt dann schon noch. Wie sieht es denn eigentlich mit dem öffentlichen Verkehrssystem aus hier? Busbahnhof. Weiß ich gar nicht, ob ich so einen brauche. Straßenbahn würde mir jetzt nicht wirklich viel bringen, weil ich in der Stadt keine rechten Dinge habe. Wo ist denn eigentlich die... Da hinten ist die Anbindung an die Schiene. Da müsste ich auch mal einen Bahnhof bauen. Baue ich am besten mal jetzt... Es ist blöd mit den Bahnhöfen, ehrlich. Könnte ich hier hinten einen... Baue ich mal hier einen Bahnhof hin. Okay, das kann man wenigstens einigermaßen verbinden. Meistens habe ich das Problem bei Bahnhöfen, dass ich den nicht anständig verbinden kann. Boote habe... Ach, ich habe hier auch Fähranlegestellen, theoretisch. Könnte ich auch mal nutzen. Und hinten eine Fähranlegestelle bauen. Die muss natürlich jetzt irgendwie hässlich verbunden werden hier. Ach du Scheiße, ist das hässlich. Die kann man auch ausbauen, habe ich letztens festgestellt. Und zwar mit einem Kreuzfahrtanlegeplatz zum Beispiel. Das bringt natürlich Touristen in die Stadt. Sekunde. Aber Touristenstadt sollte sie eigentlich gar nicht werden. Das soll eine Passagierfähre werden. Damit Arbeiter der unteren und mittleren Einkommensschicht ankommen. Aber da kann ich ja nichts bauen. Soll ich das bauen? Weiß gar nicht, ob mir da... Ich glaube, das bringt mir eigentlich gar nichts, oder? Weil ich bin ja keine Touristenstadt, also insofern. Ich könnte natürlich auch einen Flughafen bauen. Weiß nicht, ob mir das was bringt. Wenn wir irgendwann einen internationalen Flughafen hier als Großprojekt haben sollten, dann wird es eh nichts mehr bringen. Okay, die brauchen langsam Abnehmer für die Lieferungen. Ja, das ist natürlich mit dem Handelsdepot hier ein bisschen blöd. Sekunde. Weltmarktlieferungen verwalten. Das wird alles exportiert. Und das muss exportiert werden. So. Dann haben wir hier da, kriegen wir dadurch diese Schiene ein bisschen Geld rein. Und ich muss früher oder später auch hier das Kraftwerk erweitern. Wie sieht es denn mit dem Strom aus? Haben wir noch 44 kWh Überschuss. Aber ich werde früher oder später diese Fabrik hier abreißen müssen. Weil ich das Kraftwerk ausbauen muss. Das geht ja hier sonst nicht. Es geht allgemein nur an den Seiten. Ach, das ist scheiße. Das habe ich super unintelligent platziert. Das muss ich da mal umändern. Das mache ich eigentlich gleich. Ja, das mache ich jetzt besser nicht. Sonst habe ich ein kleines Problem. Das muss jetzt weg hier, das Zeug. Schon wieder verlassene Gebäude. Was macht ihr denn immer? Und hier ist jetzt unser erster Wohnblock. Der aber noch nicht auf maximaler Dichte ist, sondern erst auf zweiter Dichtestufe. Wie sieht es denn hier aus? 400 von 800 Studenten oder Schülern. Bei Gymnasium ist das ja noch Schüler. Soweit ich weiß. Wertstoffmangel. Was? Ach, die bräuchten mehr Recyclingfahrzeuge wahrscheinlich, oder? Ja, deutlich mehr. Das holt ja hier. Wertstoffsammelwagen.
Ja, das leert ja auch die Mülleimer. Das ist gut. Ich brauche unbedingt mehr von denen hier, glaube ich. So, dann können die hier mehr holen. Das muss dann auch irgendwie anders gelöst werden. Jetzt muss erstmal kurz... Jetzt muss ich das mal kurz anders umbauen hier. Nein, das will ich eigentlich jetzt nicht. Und zwar das Kohlekraftwerk voll weg. Diese beiden Dinge auch jetzt mal. Die kommen dann später wieder hin. Momentan aber nicht, weil ich hier jetzt erstmal das Kohlekraftwerk neu baue. Und zwar so, dass ich das ausbauen kann. Und das mache ich auch gleich. Und zwar mit einem verbesserten Kohlegenerator. Hier hinten am besten. Und mit einem Kohleschild. Wichtig. So, du darfst keine globalen Kohlelieferungen annehmen. Ich möchte ja nicht, dass das hier irgendwie... Dass wir hier irgendwie Geld zahlen für Kohle, wenn wir selber übelst viel produzieren. So, Strom haben wir wieder. Jetzt müssen wir das irgendwie lösen hier. Hier drüben könnten wir noch ein Bataillon von dem Fuhrpark aufbauen. Das mache ich jetzt auch mal. Weil ich die einfach brauche, die Teile. So, vier, jetzt haben wir da fünf und hier vier, das sollte passen. Schauen wir mal. Jetzt müsste sich die Zahl hier unten ja irgendwie verändern. Recycling müsste ja jetzt eigentlich laufen. Ja, jetzt müsste es deutlich besser laufen mit den ganzen Müllautos, die wir jetzt hier haben. Da müsste auch der Handel hier in Gang kommen langsam. Ich weiß nur nicht, bei wie viel sind wir denn momentan? 35.000, ja, das wird doch langsam. Weil dann kann ich dann bald diese Handelszentrale aufstellen und dann effektiver handeln, weil ich dann diesen Umschlagplatz bauen kann. Der ist natürlich deutlich effizienter. Aber ich kann auch für Mikroelektronik, könnte ich eigentlich auch eine Prozessorfabrik bauen. Hier hinten als Hightech-Industriegebiet sozusagen. Das baue ich aber nicht in die Nähe der Kläranlage, weil die noch ausgebaut werden könnte. Die Kläranlage. Doch, das ist die Kläranlage, genau. Stimmt schon. So, dieser Handelsplatz kann ja auch nicht mehr ausgebaut werden. Insofern kann ich den ja mal... Kann ich da ja mal eine Straße lang bauen. Dann baue ich hier hinten diese Prozessorfabrik hin. Oder auch nicht. Ich baue sie lieber hier hin, weil die ziemlich groß ist. Zu wenig Simoleons. Ach so, 160.000. Ja, das ist dann irgendwie klar. Dammit. Aber fast. Was wollte denn die Schule gerade von uns? Warum stehen die eigentlich alle hier draußen? Warten die oder ist die Schule überfüllt? Eigentlich dürfte sie nicht wirklich überfüllt sein. Okay, das sollte jetzt besser laufen. Mit dem Müll. Ja, die Wertstoffbehälter werden gut geleert, die Mülleimer noch nicht ganz so, aber das sollte auch passen jetzt. Jetzt sind sie ja hier alle im Wohngebiet. Das passt schon. Dann sollte unser Handel auch effizienter laufen. Hoffe ich mal. An einem Tag mit 72.000 Simoleons. Schauen wir mal, wie das in Zukunft läuft. Jetzt warte ich erstmal kurz noch auf die Prozessorfabrik. Was ist hier los? Was brauchen wir? Behandeln Sie noch 5 kranke Patienten? Ja, das macht doch das Krankenhaus. Kann ich doch nicht machen, ich bin doch kein Arzt. So, 0 Tote pro Tag, das ist gut. 0 Verbrechen, 0 niedergebrannte Gebäude und der Mülldienst läuft auch einigermaßen. Strom haben wir 118 Megawatt Überschuss, könnt ihr mir gerne abkaufen, wenn ihr wollt. Wasser haben wir Überschuss, Abwasser haben wir Überschuss, wunderbar. Und wir haben noch übelste Ausbaukapazitäten bei allem eigentlich. Bei Strom haben wir Ausbaukapazitäten, bei Abwasser, bei Wasser und bei Helfer, in Gesundheitsversorgung das Zeug auch. Wie sieht es mit dem Gymnasium aus? 534 Sims sind es inzwischen. Und die Grundschule? Wo sind die eigentlich? Hier. 180 Sims. Ach ja, die wandern jetzt teilweise zum Gymnasium ab, weil das Bildungsniveau natürlich steigt. Versteht sich ja von selbst. Soll ich nochmal so einen Kredit aufnehmen? Ich weiß es gar nicht. Ach komm, das kostet doch eh nichts.
Also die Kredite sind echt übelst zu billig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist wirklich sehr einfach. Gut, das Spiel ist allgemein recht einfach, aber naja. So, muss ich jetzt hier... hier kann ich jetzt erstmal ein Prozessorfabrikschild hinstellen. Ist wichtig. Macht viel Sinn. Prozessormontageband. Ach, da kann ich noch übel viele Prozessormontagebänder randöllen. Und dann hier praktisch einsteigen. Das brauche ich eigentlich gar nicht, weil dann mache ich hier das so, dass ich hier Prozessoren lagern lasse. Und dann hier auch Prozessoren verkaufe. Dann sollte eigentlich unser Handelsziel hier erfüllt sein. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Legierungsmangel. Ja, die Legierung, die hier jetzt gelagert, wie holen sich die das ja hoffentlich vom Handelsdepot ab hier? Was ist hier? Ach, das ist bloß eine Info wahrscheinlich. Alle ihre Städte gehören jetzt uns. Aha, ich mache nur Spaß. Ja, klar. So, die brauchen jetzt Materialien. Ach, die brauchen Plastik und Legierungen. Okay. Plastik wird ja hier produziert, genauso wie Legierungen. Ein Wertstoffemangel ist hier am Start. Okay. Die haben Plastik auf Lager, die haben Metall auf Lager und die haben Legierungen auf Lager. Das passt. Dann können sich die das nämlich holen. Hier sehen wir es. Ja, das ist alles gelagert. Das passt schon. Was ist denn hier mit Öl? Rohölvorräte erschöpft. Wir bauen doch gar kein Öl ab. Was willst du von mir? Und hier Ressourcen erschöpft. Ja, das weiß ich. Handelstechnisch. Wie sieht's jetzt aus? 13.000 an einem Tag. Hm. Ja, hier ist Regierungsmangel vor allem. Ja, klar. Regierungsmangel. Hier ist Legierungsmangel. Aber die könntest doch von da holen. Entweder von hier... Nee, okay, da wird gar nichts gelagert. Warum? Es müsste doch hier gelagert werden dann, oder? Ich weiß es nicht. Okay, ich könnte die allgemeine Hochschule erweitern, wenn ich das denn wollen würde. Könnte ich hier noch ein bisschen rumbauen. Aber momentan, glaube ich, ist das auch nicht wirklich nötig. 604 von 1000 Sims, das ist also noch ein bisschen Luft nach oben. Metallzentrale könnten wir bauen. Was bringt uns die? Was bringt uns die? Verbessertes Kohlebergwerk. Das ist gut, das ist sehr gut. Wird die auch wirklich mal so Wolkenkratzer technisch? Oder dann baue ich die lieber hier so hin. Nee, da kommen da die Dinge noch hin. Baue ich hier. Nein! Nein! Da ist... Oh, nö. Ich habe jetzt hier... Ich kann in die Richtung auch noch ausbauen, das passt also schon. Dann lasse ich die doch hier stehen. Die könnte ich dann rein theoretisch noch ausbauen. Wenn ich denn wollen würde. Also die Gewerbeabteilung, Ingenieursabteilung und Schmelzofenabteilung. Denn dann kann ich hier effektiver Kohle abbauen, zum Beispiel mit der Schmelzhütte. Ich kann auch dann Kohle zu Legierungen umwandeln, das mache ich dann auch gleich, wenn ich das Geld dafür habe. Weil Kohle haben wir ja so oder so genug. Was ist hier los? Warum Plastik? Wieso? Ich habe doch hier die Raffinerie, die Verwertungszentrale Gedönse da. Brauche ich doch gar nicht. So. 54.000 für diese Raffinerie, die kommt dann hier hinten hin. Da hat sie ja Platz. Dann wird es hier eine Hightech-Industriestadt sozusagen. Die bauen sich ja alle schön fleißig jetzt auf mit der zweiten Technologiestufe schon. Teilweise auch schon nahe an der dritten. Okay, gut. Die Stadt wächst auch langsam, wird also größer. Hier bauen sich auch wieder die ersten nächsten Stufe 3 Teile auf. Wunderbar. Was ist das eigentlich? Verbessertes Kohlebergwerk. Ah ja. Da brauche ich die Ingenieursabteilung, da werde ich das in Zukunft mal machen, die Ingenieursabteilung bauen, damit ich die Kohleproduktion noch weiter steigern kann. Das ist verfügt über ein riesiges Lager. Schneller Kohle in einem größeren Bereich abbauen. Wunderbar, das hört sich doch gut an.
So, habt ihr denn inzwischen... Legierungsmangel ist immer noch am Start. Okay, schade. Okay, ich kann die Hütte bauen. Und die verarbeitet jetzt Roherz nicht, das ist klar. So. Schild. Das ist wichtig. Garage für Metalltransporter. Metallschmelzofen oder Legierung. Ich brauche dann Legierungsschmelzöfen. Die habe ich allerdings gar nicht. Den Metallschmelzofen kann ich ja gar nicht gebrauchen. Aber den Legierungsschmelzofen. Brauche ich aber 36.000. Würde jetzt ein bisschen dauern. Weil momentan kann das Ding dann ja nichts produzieren. Das hat ja keine Schmelzöfen oder sonstiges. Aber ich muss unbedingt Legierungen herstellen. Plastik sollten sie ja eigentlich hier bekommen. Die holen sie aber irgendwie nicht. Warum auch immer. Warum wird das nicht abgeholt? Ist echt seltsam. Wisst ihr das? Oh je, die pro Tag geleerten Mülleimer gehen aber ganz schön in die Knie. So. Langsam wird ein bisschen viel. Ich weiß auch gar nicht, ob das was bringt, die Prozessorfabrik, wenn wir hier keine Legierungen oder kein Plastik haben. Das ist echt blöd. Aber es muss ja was bringen. Echt seltsam. Sehr seltsam. Was war das gerade? Claire Club Equipment. Ah ja, cool. Die hatten keine Hochschulabsolventen. Ja, jetzt haben sie aber welche, weil die Hochschule ja steht. So, wie sieht es denn eigentlich mit dem Krankenhaus aus? Was ist denn hier los? Mangel an Arbeitern. Ach so. Ja, stimmt. Da war ja was. Naja, ich nehme jetzt einfach noch... Wohl, nehme ich noch ein bisschen auf oder lasse ich mal gut sein wegen den anderen Städten? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Die wird dann auch bald drauf kommen, in ein paar Tagen. Oder ein paar Stunden, was auch immer, je nachdem wann die Folge kommt. Und da, ich würde dann sagen, ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Projekt und ihr könnt euch immer noch anmelden. Außer natürlich ist es schon voll, die Region. Das seht ihr aber dann, wenn ihr euch anmelden wollt. Und ansonsten sage ich mal, verabschiede ich mich. Und man sieht sich, glaube ich, in der nächsten Folge. Bis dahin, ja, sage ich einfach mal Servus.